So, willkommen auf YouTube, auf der Schaltzentrale Mexican Style. Darf ich mich kurz vorstellen, die mich nicht kennen? Mein Name ist Yasar Turgay. Ich werde demnächst öfters auf Twitch sein und auf meinem YouTube-Kanal. Ich schalte mich gerade aus der Schaltzentrale Istanbul. Heute übernehme ich das Programm, Freitagprogramm. Ist eine Ausnahme, hat viele Gründe. Auf jeden Fall habe ich heute auch einen Special Guest bei mir. Ich bin dankbar, dass sie da ist und ich möchte sie auch gleich vorstellen. Die Sache ist die, heutige Programm ist, wir wollen einiges durchsprechen und manches detaillierter eingehen und manches nur einfach nur klarstellen. So, das ist der Sinn der Sache heute. Ich hoffe, ihr werdet gut unterhalten, mit Informationen gefüttert und natürlich mit Klarheit beschenkt. So, gehen wir direkt zum Gast. Also grüßt mit mir recht herzlich unsere Schwester. Sie soll sich gleich selber vorstellen. Willkommen, Schwester Herz. Willkommen, mein Name ist Mutschuk. Ich bin die Schwester von dem ermordeten Hells Angels Präsidenten Eigen Mutschuk aus Gießen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, du fühlst dich wohl hier. Ich fühle mich sehr wohl. Und ich hoffe, wir rocken das Ding heute gemeinsam. Gerne. Wir sind auch das erste Mal miteinander öffentlich. Ja. Und ich freue mich einfach, dass ich mit dir sein darf und einfach über alles sprechen können. Das kann ich nur zurückgeben. Ja, dann kann nichts schief gehen. Aber du sollst wissen, ne, es gibt eine Regel bei mir jedes Mal, wenn irgendwie die Regel verstoßen wird, kommt die rote Karte. Genau, dann kommt die rote Karte. So. Gut, dann lass uns mal losstarten. Schwester, jetzt, ich habe zwar viele Fragen, aber ich will das jetzt geordnet haben, nicht, dass wir durcheinander kommen. Wenn du dich schon vorgestellt hast, viele wissen vielleicht nicht, wer du bist, was du machst. Einige wissen über dich. Und kannst du überhaupt den Menschen erklären, was du für eine Geschichte hast, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dass du mit Ali Osman, mit uns in Verbindung gekommen bist, wie dein Stand ist, wer du bist, wer deine Familie ist und eine kurze Zusammenfassung, da wäre ich dir dankbar. Ja, also wie am Anfang gesagt, ich bin die Schwester von Aygün Mutschuk. Aygün Mutschuk wurde am 7.10.2016 hinterhältig ermordet. Seine Geschichte hat mich dazu geführt, bei Facebook um einen Hilferuf zu starten. Die Mörder meines Bruders liefen bis zu diesem Hilferuf immer noch frei herum, beziehungsweise sie laufen immer noch frei herum. Ich habe Ali Osman kennengelernt durch mein Video, weil die Mörder meines Bruders noch am freien Fuß waren. Und durch Ali Osman haben wir dann halt zusammen gute Ziele erreicht, sage ich mal. Ich fange mal so an. Mein Bruder wurde ermordet. Kurz nach seiner Ermordung wurden seine Fotos im Clubhaus abgeräumt. Er war ja ein Hells Angels Präsident. Über meinen Bruder haben die Brüder gar nicht mehr gesprochen. Wir dachten nach der Ermordung meines Bruders, dass sie uns beiseite stehen werden, helfen werden, um die Mörder zu finden. Was rechtliche Wege betrifft, soll mich bitte jetzt auch keiner falsch verstehen, absolut nicht finanziell gemeint, sondern rechtliche Wege betrifft. Wir wurden in den Stich gelassen von Aygün und seine Brüder. Man hat ihn nach seiner Ermordung beklaut, während er noch tot auf dem Boden lag, bevor man die Polizei angerufen hat, bevor man überhaupt jegliche Hilfe gerufen hat, hat man sich an seinem Haus bedient. Und das war unsere Geschichte. Und wie gesagt, dann habe ich, also ich habe seit 6 Jahren bei Facebook habe ich eine Seite. Und so habe ich dann auch Ali Osman kennengelernt, der uns heute bei unserer Mission unterstützt. Also kurze Zwischenfrage. Also das heißt, du hast 6 Jahre lang um Aufklärung, Hilferuf und Druck gemacht, öffentlich, selbstständig und irgendwann mal nach 6 Jahren hat sich Ali Osman bereit erklärt, deine Sache mitzuverfolgen, mitzukämpfen. Ja, genau so ist es, weil Aygün Mutschuk wurde von seinen eigenen Brüdern in den Stich gelassen. Nicht nur die Brüder aus Gießen, sondern in ganz Deutschland war Aygün Mutschuk vergessen worden. Also von dem jetzigen Hells Angels Präsidenten aus Gießen war es verboten, über Aygün Mutschuk zu reden. Und
Dann kam Ali Osman und hat uns, beziehungsweise begleitet uns immer noch auf unseren Weg. Ja, und mit seiner Begegnung hat sich halt vieles verändert. Wir haben Videos zusammen gemacht und es kamen Zeugen, Beweise. Der Fall meines Bruders wurde wieder neu aufgerollt, dank dieses Videos. Und der jetzige Stand ist, ich darf halt noch nicht darüber reden, aber die Beamten bearbeiten den Fall super. Und also du meinst, Entschuldigung? Ja, bitte. Du meinst, die Sache von Aygün Mucuk war schon wie... Cold Case. Cold Case, das heißt, das Ordner und Akten werden so lange auf die Seite gelegt, bis es neue Erkenntnisse gibt und wird nicht mehr recherchiert und so weiter und so fort. Ja. Und durch diese Videos wurde das Ordner wieder rausgeholt und es ist wieder, die Ermittlungen sind... Ja, ich habe das ja bei Ali Osman auch mal erwähnt, möchte ich hier auch gerne schnell nochmal sagen. Wir hatten einen leeren Tisch. Es war ein Cold Case und dann war unser Tisch voll, als Ali Osman kam. Okay. Gut. Wie ging es dann weiter? Also Ali Osman hat sich da eingeschaltet und sein Team und Leute haben auf einmal, also ihr habt auf einmal einen vollen Tisch gehabt, es läuft die ganze Sache an, kommen positive Nachrichten. Auf jeden Fall positive Nachrichten und wie gesagt, darüber dürfen wir aber leider im Moment noch nicht sprechen, weil die Beamten ihren Arbeit auch machen müssen und deswegen haben wir da auch... Also quasi laut Rocker, rockertechnisch, also jetzt nicht menschlich, sondern nur rockertechnisch, Ali Osman war ja bei einem anderen Club. Ja. Und die Clubs haben sich gegenseitig, wie heißt es, rockertechnisch bekämpft. Und die eigenen Brüder haben deinen Bruder im Stich gelassen. Ganz genau. Die eigenen Brüder haben Aygün Mucuk im Stich gelassen. Und dann kommt einer verfeindete Club angeblich und kommt und macht alles, was eigentlich die eigenen Brüder machen müssen. Genau das ist es. Und er hat halt mein Video gesehen oder vielleicht hat man ihm gesagt, da ist eine Schwester, die nach Hilfe ruft, keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat er mich dann kontaktiert und dann haben wir uns getroffen, wie gesagt. Ich habe ihm die Akten ausgehändigt, was wir noch nie gemacht haben, weil wir sehr misstrauisch waren und niemanden vertraut haben. Ja, und dann hat alles so seinen Lauf genommen, dank Ali Osman. Und wir stehen jetzt halt ganz woanders, wie wir am Anfang waren. Wir wurden halt in den Stich gelassen. Wie gesagt, Aygün wurde ermordet und die Brüder haben sogar verboten, seinen Namen zu erwähnen in Gießen. Und andere Brüder aus anderen Städten haben sich ja auch nicht gemeldet. Und dann kam ein Ali Osman von einem verfeindeten Club und hat mir und meiner Familie geholfen und beziehungsweise hilft mir immer noch. Okay. Ich habe da noch weitere Fragen, wenn ich dich fragen darf. Bitteschön. Mir ist was aufgefallen letztes Mal. Was heißt aufgefallen? Da war ja ein Riesenwirbel. Ein Riesenwirbel. Du hast ja ein Video gemacht. Und da gab es irgendwie Stress mit einem Manuelsen. Richtig? Richtig, ja. So. Und in diesem Video hast du ja, wenn ich mal das eingeben darf, kurz zeigen darf. Wo war das Video? Das war hier. Ich bin die Schwester. Genau. So, gehen wir mal kurz rüber. Die Zuschauer. Du hast ein Video gemacht, das Titel heißt, das könnt ihr euch alle selber angucken, runterladen und schauen. Das Video heißt Ali Osman, Manuelsen, hör zu, Schwester von Hells Angels, Präsident Aygün Mucuk redet. So. Da hast du ein Video gemacht. Schwester Herz, da bist du richtig sauer. Da redest du davon, dass der Manuelsen ein 31er ist und Menschen, also Babymörder 31er und
Kindermörder oder was steht da? Ja, solche Sachen ihm unterstellst, dass er solche Leute unterstützt und schreist auch danach, dass er beweisen soll, dass der Ali Osman an dem Tag die Polizei gerufen hat. So. Kannst du mir bitte die jetzt zur direkte Frage, wie hast du dich gefühlt oder was war deine Intention, was war deine Beweggründe, dass du dieses Video gemacht hast? Also ich habe es in diesem Video auch nochmal erläutert, weil da stellt er sich ja in einen Marktplatz, veranstaltet ein Kindergeburtstagsparty und angeblich, dass unser Bruder Ali Osman die Polizei gerufen hätte. Und bevor er aber diese Kindergeburtstag veranstaltet, muss man ja so sehen, der war in einer Live-Show und sagt, er macht eine Ansage und geht dann, läuft dann zum Marktplatz oder fährt hin, keine Ahnung, und stellt das dann so hin, ah, da ist die Polizei, beziehungsweise ich habe ja auch immer noch einen Ohrwurm, weil er da, ah, da ist die Polizei, der Ali Osman hat die Polizei gerufen, sagt, ich war sauer auf Manuelsen, weil er das mit unserem Bruder gemacht hat. Und als erste Stelle war ich so oder so sauer, ohne Wenn und Aber. Und davor, ich bin ja ständig in Kontakt mit Ali Osman, davor habe ich ihn immer gefragt, was ist dieser Beef zwischen euch beiden? Und die haben ja schon lange Beef, ja. Die pieksen sich ja gegenseitig an. Aber nach unseren Videos ist mir dann aufgefallen, stehen wir kurz vor einer Explosion. Und dann habe ich ihn halt gefragt, hat das was mit uns zu tun, Ali Osman, Bruder? Nein, Schwester, hat nichts mit euch zu tun. Und diese Frage habe ich ihn echt mehrmals gestellt, weil ich echt vermutet habe, das muss was mit uns zu tun haben, weil eben dieser Manuelsen auch gut mit den Brüdern meines Bruders ist. Ja, letztendlich habe ich da ein paar Anrufe getätigt und erfahren, dass meine Vermutungen richtig waren. Aber ich möchte hier besonders nochmal festhalten, ob das jetzt der Fall wäre oder nicht, ob Ali Osman in Recht ist oder nicht in Recht. Er ist mein Bruder und ich hätte genau dieselbe Reaktion gezeigt, ohne auch diese Anrufe getätigt zu haben jetzt. Lediglich wollte ich meinen Bruder in Schutz nehmen und Manuelsen hat da gelogen. Manuelsen hat da die Leute verarscht. Wenn ich das so auf Deutsch sagen muss, tut mir leid. Aber live eine Ansage zu machen, obwohl er weiß, die Polizei überwacht unsere Seiten. Das ist Fakt. Das ist einfach Fakt. Die Polizei überwacht alles. Und es war selbstverständlich, dass die Polizei da sein wird, wenn Manuelsen auch da ist. Und dann stellt er meinen Bruder Ali Osman da, als ob Ali Osman diese Polizei gerufen hat. Und das war absolut nicht der Fall. Er kann es auch nicht beweisen, weil ich habe ja in meinem Video gesagt, er soll es beweisen. Manuelsen wird es nie beweisen können, weil das halt eben auch nicht Ali Osman war. Und ich komme jetzt wieder mal zurück zur Sache. Ich habe mich aufgeregt über sein Video, was er da gemacht hat, wegen meinem Bruder, ohne Wenn und Aber. Ich bin da für ihn. Fertig. Bruder, weißt du, was ich nicht verstehe? Weißt du, was mich an dieser Marktplatzgeschichte am meisten nervt? Manuelsen hat meine Familie auch gekannt. Der hat meinen Bruder sehr gut gekannt. Beziehungsweise meine Familie hat Manuelsen durch Eigen kennengelernt. Der ist ja im Clubhaus ein und aus, ein und aus. Ja, was ich von Manuelsen erwartet hätte, ja, dass er uns anruft und fragt, ob er für uns etwas tun kann, für Aygün etwas tun kann. Aber stattdessen macht er Witze über Ali Osman, ja, stellt ihn als Sherlock Holmes dar und veranstaltet eine dreckige, hinterhältige Spielchen am Marktplatz und stellt den Mann als 31er dar, was er auch nicht beweisen konnte. Ja, bei den Stärkeren zur Seite zu stehen, ist einfach Manuelsen, ja. Aber es ist nicht einfach, neben uns zu stehen und mit uns zu kämpfen. Das ist nicht einfach. Und das macht Ali Osman gerade. Das macht Ali Osman gerade. Ja? Ja, also, es ist ein bisschen harter Tobak. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Lächerliche Witze wie Sherlock Holmes. Entschuldigung, dass ich gerade wieder so emotional werde. Aber Fakt ist, ja, du hast nicht 1% die Eier wie Ali Osman, hast du nicht Manuelsen. Ja? Und wenn die Sache rauskommt, wenn hier einige verhaftet werden, dann werdet ihr sehen, wer Sherlock Holmes ist und wer nicht Sherlock Holmes ist. Schwester, ich kann auf deine Worte nichts hinzufügen. Steht mir auch nicht zu. Du hast alles auf den Punkt gebracht. Also ich würde, wenn ich Manuelsen wäre jetzt, also ich weiß nicht, aber wenn jemand für meinen Bruder kämpft und auch mein Feind ist, sogar die Feindschaft wäre so klein dagegen, dass man sogar die Feindschaft ablegt.
Schließlich kämpft Ali Osman um sein Al-Gunabe. Al-Gunabe hast du diesen Mann doch genannt. Schließlich der kämpft doch gerade für dein Al-Gunabe. Ruf diesen Mann an und entschuldige dich. Der hat das verdient. Okay, Schwester. Gehen wir weiter. Lass uns weitermachen. Also deine Beweggründe waren, dass er, weil er solche Veranstaltungen gemacht hat, hast du dich verpflichtet gefühlt, dieses Video zu machen. Also, ja. So, aber jetzt eine Zwischenfrage. Hat Ali Osman davon gewusst, dass du dieses Video machst? Selbstverständlich nicht. Deswegen habe ich mich auch in meinem Video als allererste Stelle von Ali Osman entschuldigt, dass er nicht sauer sein soll, dass ich dieses Video mache. Gut. Genau, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass du das eigenständig gemacht hast und deine Beweggründe ist, das hast du schön gesagt, ob er im Recht ist oder nicht im Recht ist, wenn gerade Not am Mann ist oder Not ist, dann hast du deine Pflicht als Schwester getan. So, darf ich das so sagen? Ja, und ich sag's jetzt mal so, ich habe einen Bruder verloren und ich werde nicht noch einmal einen Bruder verlieren. Werde ich nicht. Gut, ich denke, das sagt mehr als viele Worte. Ich glaube, jeder da draußen, der eine Kutte trägt oder keine Kutte trägt, einen auf Straße macht, wird deine Sätze verstehen. Da braucht man nicht großartig nochmal was dazu sagen. So. Aber noch eine Zusatzfrage. Was meinst du mit, für die Zuschauer, dass er einen 30er unterstützt und Kindermörder, Frauenschläger oder wie auch immer? Was meinst du damit? Ja, man muss das ja mal so sehen. Der geht da wie ein Mann hin. Der will ja der Gesellschaft zeigen, ich gehe jetzt wie ein Mann dahin und mache Ali Osman eine Ansage. So ungefähr. Er fordert ja unseren Bruder auf. Der spielt ja so diesen dicken Mann dort. Ja? Aber er ist mit bestimmten Personen befreundet. Nicht nur befreundet, sondern er unterstützt diese Person. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt bei Namen nennen soll, weil mit dieser, da dreht sich auch wirklich mein Magen, wenn ich an diesen Personen denke. Er unterstützt Personen, die Babymörder sind. 31er ist klar, ja, die mit der Polizei zusammenarbeiten. Und ich sage das nicht einfach so. Ich habe da auch meine gewissen Sachen gelesen mit Beweise, schwarz auf weiß. Und deswegen kann ich hier mit reinem Gewissen sagen, dass Manuelsen Babymörder unterstützt und Menschen unterstützt, die mit der Polizei zusammenarbeiten. Das, was er an Ali Osman vorwirft. Das, was er an Ali Osman vorwirft. Ja, da draußen hat er nämlich richtig, richtig gute, enge Freunde, die mit der Polizei zusammenarbeiten. Linke Freunde. Und die Babymörder sind natürlich. Okay. Eigentlich könnte ich jetzt da viel dazu steuern und viel auch dazu erzählen. Ja, übrigens, also wenn ich jetzt das noch sagen kann, diese Person, die ich halt als 31er und als Babymörder dargestellt habe, hat mich auch kontaktiert mit einem Privatvideo, wo ich eigentlich nur das sehen durfte. Und ich habe noch nicht mal hingeguckt, weil es mich gar nicht interessiert hat. Und weil ich mir gedacht habe, weil ich auch gar kein Interesse hatte an diesem Video. Ich wurde auch von diesen Personen kontaktiert über einen Bruder, wenn ich das so sagen darf. Über einen Bruder. Dieser Person behauptet, dass dieser Bruder von mir ein sehr, sehr enger Freund wäre. Also ich rate diesen Babymörder, meinen Bruder nicht mehr in seinen Mund zu nehmen. Meine Brüder können nicht sein Freund oder sein bester Freund werden, auch nicht seine Brüder. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder so versteht, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich wirklich Namen nennen darf. Brauchst du nicht. Ja. Brauchst du nicht. Also das Thema, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja auch meine Privatsache unter anderem, darauf wir kommen werden und es ausarbeiten werden, aus professionellen Gründen und strategischen Gründen werden wir einiges noch zurückhalten, aber deine Message ist, glaube ich, angekommen, wo es ankommen soll. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wer sich mit fremden Federn schmückt, muss beim Namen genannt werden. Viele drehen da draußen irgendwelche Spielchen, das ist mein Bruder, das ist ein Freund, und wenn man die Leute anfragt, wissen die davon nicht mal etwas. Gerade im Gegenteil, sie verleugnen ihn sogar. Ja.
Also wenn ich jetzt damit anfange, naja. Auf jeden Fall, der Kreis zieht sich immer enger zu. Ja. Jeder offenbart sich. Jeder. Ohne Ausnahme. Auch wir offenbaren uns, ob gut oder schlecht. Alle offenbaren sich. Weil im Endeffekt trennt sich das Spreu vom Weizen. So. Gut, wer Ausdauer hat, kommt durch. Wer keine Ausdauer hat, fällt. Ganz einfache Sache. Aber für die Wahrheit zu kämpfen, ist halt trotzdem eine schöne Sache. Schwester, also ich, so wie ich das weiß, Moment, habe ich noch irgendwelche Fragen? Ich wollte dich eigentlich nur kurz vorstellen, deine Geschichte publik machen. Dich fragen, warum hast du das Video gemacht? Deine Hintergründe. Eigentlich hast du alles gesagt, was zu sagen ist. Also ich kann es jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ali Osman ist mein Bruder. Egal, wer ihn angreift, ja, sollte wissen, dass er nicht alleine ist. Ali Osman braucht auch nicht meine Hilfe, gar nicht die Hilfe von einer Frau. Es war eigentlich das Gegenteil, weil er uns geholfen hat, er uns die Hilfe angeboten hat. Wir waren diejenigen, die auf seine Hilfe eigentlich angewiesen waren und er ist jetzt bei uns, er hilft uns. Aber wir sind jetzt eine Familie und meine Familie und meine Brüder sind mir heilig. Lasst einfach die Finger von denen, dann haben wir auch keine Probleme. Lasst einfach die Finger von denen. Ihr könnt Mist erzählen, ihr könnt Lügen erzählen. Ich bin in engem Kontakt mit der Polizei, weil mein Bruder ermordet wurde. Und ich werde kein Problem damit haben, mit der Polizei zu reden. Weil mein Bruder eben ermordet wurde. Sollte jeder wissen. Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt ja nur die Möglichkeit, entweder du arbeitest mit der Polizei, so wie ein Bürger des Landes, und machst eine Aufklärung des Mordes. Oder es gibt einen zweiten Weg, das nicht gesetzlich ist. Und wenn du dich dafür entschieden hast, dann gehst du den Weg auch bis zum Schluss. Egal welchen Weg das ist. Und so hast du es eingeschlagen. So, manche Leute gehen zwei Wege. Machen einen auf Gangster, einen auf Kriminell, verpfeift aber halb Deutschland und bleibt immer noch im Ding. Und ich weiß nicht, wie die das schaffen. Die kommen aus jeder Scheiße raus, ne? Aus jeder Scheiße kommen die raus. Nicht bis am, glaub mir, irgendwann hört die Scheiße dann auch selber auf. So, er wird es einfach nicht für immer schaffen. Das ist jetzt gerade nur eine vorübergehende Phase, will ich nur gesagt haben. Tut mir leid, wenn ich jetzt dazwischen geplatzt bin. Kein Problem. Also, liebe Freunde, liebe Community von Ali Osman und der Schallzentrale, ich habe mich vorgestellt, ich habe schon mal ein Video gemacht mit dem Titel Es war nie zu Ende. Ich würde gerne viel mehr erzählen, viel mehr Trouble machen, viel mehr Aufklärungsarbeit machen. Aber es geht wirklich noch nicht, zeitlich noch nicht. Aber ich freue mich, wenn es dann losgehen darf. Mir ist jetzt momentan nur eine Sache wichtig. Ich halte mich zurück. Manche Sachen haben Prioritäten. Für uns ist wichtig Eigenmujuks Familie. Das ist unser wichtigstes Priorität. Und mein Bauchgefühl hat sich im Leben noch nie getäuscht. Und ich bin da echt gute Dinge und gute Zuversicht. Ich möchte meine Schwester auch bedanken für ihren Mut. Ich möchte ihr auch Mut zusprechen vor euch, vor den Menschen. Julia, du sollst wissen, da draußen sind Frauen, die hören dir gerade zu. Deine Landsleute, die Landsfrauen, die osmanischen Frauen der Zeit, die Frauen, die wo dort in Deutschland geboren sind, als Deutschtürken heute, oder sei es die Deutschen selbst, egal in welcher Nation, jede Frau schöpft von dir Kraft. Die sehen dich und die denken sich, was für eine Frau, das sollst du wissen. Lass dich nicht beirren von irgendwelchen Leuten, die ihre Haut retten wollen. Lass dich nicht beirren. Du bist ein Schwergewicht in Deutschland, weil dein Herz voll ist für die Wahrheit, okay, und für die Gerechtigkeit. Dein Antrieb ist klar. Ich möchte dir auch irgendwas erwähnen noch, wenn du erlaubst. Ich habe letztens einen Post von dir gesehen, vom Todestag von deinem Bruder Aygün Mucuk. Da hast du auf Türkisch geschrieben, unutturmayacağım ismini. Das heißt übersetzt, ich werde deinen Namen nicht vergessen lassen. Und das tust du. Und deswegen, Dankeschön. Ich bin stolz auf dich. Auch wenn dein Bruder im Leben noch einiges vorhatte und noch was klären musste, du hast alles vollendet, was dein Bruder
noch zu erledigen hat. Dankeschön, das waren echt starke Worte von dir. Vielen Dank. Okay. Dankeschön. Bleib stark weiterhin und alle werden sich schämen. Alle, die wo mit den Finger gezeigt haben, wird Gott schon ihre Finger brechen. Okay? Auf jeden Fall, so. Da bin ich mir auch sicher. Alles hat seine Zeit. Alles. Okay. So. Und ich möchte auch damit schließen. Wie gesagt, wir können die Sache noch vertiefen, wegen diesen 31er oder wie er auch heißt. Ich will, weißt du, das Schlimme ist, ich bin schon so weit, ich will nicht mal seinen Namen. Das ist schon so. Ich kann dich da sehr gut verstehen, weil ich auch so Menschen in meinem Leben habe, wo sich dann. Es ist aber so, es ist halt da, das Ding ist da und das muss aufgeklärt werden und ich möchte es einmal aufklären und nicht fünfmal. Deswegen warte ich noch ein bisschen. Wir sind auch alle bei dir. Ja, das weiß ich. So. Okay, somit verbleibe ich. Ich hoffe, wir haben euch heute ein bisschen was mitgeben können, ein bisschen auch Mut zusprechen können und Kraft zusprechen können, dass ihr weiterhin hier auf diesem Kanal euch einschaltet und Ali Osman seine Content und seinen Reihen da verfolgt und was er auch immer macht. Wir selbst wissen nicht, was der macht. Auf einmal kommt er eine Woche später und macht irgendwas und nicht mal wir wissen davon. Ja, das stimmt. Also nicht mal wir wissen, was er immer macht. Es ist ein Einzelgänger in einer Gruppe, verstehe ich nicht, wie der das macht. Er ist zwar in der Gruppe, aber irgendwie ist er ein Einzelgänger. Irgendwie weiß jeder, was er macht, aber irgendwie weiß niemand, was er macht. Das ist so. Ja. Der gibt uns das Gefühl, dass wir wissen, was er macht. Ja, aber in Wirklichkeit liegen wir ganz falsch, was er macht. Und deswegen. Er steckt voller Überraschungen. Ja, genau. Er ist auf jeden Fall mit Herz und Seele dabei, Menschen zu unterstützen. Mich hat er unterstützt. Erfolgreich. Mich auch. Und unsere Schwester hat auch unterstützt. Und wir werden so gut wie möglich, so wie unsere Kraft ausreicht, werden wir diesen Mann unterstützen. Und das machen wir auch nicht wegen ihm, sondern wir machen das für uns selber. So, für uns selber, weil es sich so gehört. Und das machen wir mit Freude natürlich. Okay, möchtest du noch was sagen? Ja, ich grüße meine Brüder Ali Osman, Attila, Isa. Ich bin bei Turgay, den brauche ich nicht mehr zu begrüßen. Ich bin auch froh, dass ich bei ihm bin gerade. Ich will noch mal sagen, lass die Finger von meiner Familie, von meinen Brüdern. Ich habe schon mal gesagt, ich habe einen Bruder verloren. Ich werde nicht noch einen Bruder verlieren. Lass einfach die Finger von meinen Liebsten, dann ist alles okay. Schwester, so einfach ist es auch nicht. Mach dir keine Sorgen. Ah? So, nach 14 Jahren Knast hat man schon ein bisschen was gelernt, oder? Okay. Also ich wünsche euch allen einen schönen Freitag. Liebe Grüße gehen raus. Schaltzentrale Istanbul, schalte dein. Und wie macht immer Ali Osman? Weil wir auf seiner Plattform sind, müssen wir auch diese Dinge auch nachmachen. Das ist ja klar, oder? Also wie macht der Schwester? Vier Finger Mexican Style, anhören. Anhören, also wir hören uns. Ne? Bis dann. Moment, und bevor ich noch gehe, muss ich euch allen noch was? Die rote Karte geben, ja, alle raus. Einen schönen Abend. Haut rein. Bis bald. Tschüss, bis bald. Vier Finger Mexican Style. Auf jeden Fall möchte ich mich erstmal an meine Schwester bedanken. Also glaubt mir, das ist nicht leicht, so eine Schwester zu haben. Schwer vor ihr zu stehen und schwer sie zu stoppen. Aber danke aus Herzen, war nicht nötig. Und natürlich an meinen Bruder Turgay Yazar, Schaltzentrale Istanbul. Also bessere Schaltzentrale kann man nicht haben. Respekt auf jeden Fall. Und letztendlich komme ich mal zu diesem Video. Im Grunde meine Schwester, die wollte halt auch mal auf den Tisch schauen. Was soll ich machen? Aber der Inhalt ist wichtig. Und auf was in diesem Video bezogen wird, was auch Manuelsen angeht, das ist halt die Geschichte mit dem Babymörder, Zinka-Unterstützer, von wem die da reden, ist der Sidar A., Badewannentaucher, kennt mittlerweile jeder, weiß jeder und ich sag's mal hier und letztendlich geht's darum, dass ein Manuelsen sich hinsetzt und labert,
mit jedem auf den Finger zeigt, der wäre ein Zinker, der wäre dies, der wäre das. Und wenn ihm was nicht passt, macht er sich direkt aus dem Schussfeld, sage ich mal. Aber in Wahrheit geht es darum, was wir beweisen, dass er selber so einer ist, 31er unterstützt, vor allen Dingen Babymörder, Babymörder in dem Sinne, wenn man das hört, nicht, dass er es gemacht hat. Er hat halt diesen Auftrag gegeben, diese Frau am Gericht anzugreifen und dadurch resultierend ist das halt gekommen, dass die ihre neu ungeborenen Zwillinge verloren hat. Aber das sind Geschichten, wir haben jetzt bewusst, weil Dokumente, hey, der ganze Internet ist vollgeschwemmt damit. Telegram, YouTube, unsere Linkskanäle, so auf meiner Doku, Toga Yaza, dann etc., etc., etc. Also mehr Beweise wie darüber, weiß ich nicht, habe ich selber noch nie gesehen, dass es das gibt. So. Aber man kann das ja überall gucken, nur in dem Video geht es mehr darum, so, was da geredet wird. Und wir wollten uns da auch nicht näher darauf einlassen, wie die Victoria K. mit den ungeborenen Zwillingen. Da werden irgendwelche Sachen, Lügen erzählt und gezeigt und sonst was. Auf jeden Fall Stand ist, das Gericht geht jetzt weiter. Guckt mal ein Video auf meinem Kanal, was ich darüber gemacht habe. Die Feiglinge haben sich gedrückt, sind zu diesem letzten Termin nicht gekommen. Da wurde kein Urteil gesprochen oder sonst was. Man soll dann mal amtlich ein Urteil zeigen, so, den gibt es nicht. Weil jetzt die Verhandlung weitergeht, da werde ich persönlich wieder hingehen, ne? So ist es nicht. Und dann werden wir schon sehen. Aber all diese Details wird Toga Yaza aufarbeiten, weil das ist seine Sache. Dieser Mann, was sie mit dem gemacht haben, also haben wir ja schon so oft geredet, aber Allah ist groß, heute ist er da, heute kann er sich selber wehren und der wird diese ganzen Sachen aufarbeiten. Er hat alles. So, und da werdet ihr dann sehen, wer Interesse hat auf jeden Fall. Ich habe den Kanallink von Toga Yaza auch angegeben, geht drauf, abonniert den, da wird eine große Dings kommen, also der Junge wird selber alles minutiös aufarbeiten, hinstellen, zeigen, beweisen, er hat alles und dessen werdet ihr dann auch sehen, dass Manuelsen ein Babymörder, ein Zinker, ein 31er, ein Betrüger, also der Typ hat so viele Sachen gemacht und er weiß es, Manuelsen weiß es. Das ist ja so ein Füreinander, aber all das werden wir noch detailliert machen. Von mir wird auch nochmal ein Video kommen, so, bevor der Jahr jetzt zu Ende ist. Und damit ihr Bescheid weißt, also wir reden nicht leer, wenn wir was reden, dann legen wir auch was auf den Tisch. Und wie gesagt, passt auf euch auf. Danke nochmal an meine Schwester, an Toga Yaza, an Rest meiner kleinen Familie, passt auf euch auf, Vier Finger Mexican Style.